Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um die Parkside Akkugras und Strauchschere, wie ihr seht, hier mit verlängerbarem Stiel. Diese kommt aus dem X12 Volt Team und wenn dich das Thema interessiert, solltest du jetzt dranbleiben. Ja, viele von euch haben sich genau dieses Produkt von Parkside her gewünscht. Nun ist es endlich da. Eine Gras- und Strauchschere aus dem X12 Volt Team mit wechselbarem Akku. Dieser kommt allerdings hier in diesem Paket nicht mitgeliefert. Den müsst ihr euch extra kaufen, genauso wie das Ladegerät. Das sieht man hier dran, dass das hier alles ausgeixt ist. Ich weiß nicht, ob es das irgendwann auch mal geben wird als Komplettset. Ansonsten verlinke ich euch natürlich zum einen das Produkt und natürlich auch Akku und Ladegerät. Alles unten in der Videobeschreibung. Ich hatte vor kurzem eine Strauchschere oder Gras- und Strauchschere auch hier schon auf dem Kanal vorgestellt. Die war allerdings noch mit integriertem Akku aus dem 4-Volt-Bereich. Und ihr habt untergeschrieben, es wäre prima, wenn genau dieses Gerät auch mal als 12-Volt-Gerät kommen würde, nämlich mit wechselbarem Akku. Und das ist jetzt hier endlich der Fall. Kosten tut das Ganze etwa 30 Euro. Den tagesaktuellen Preis könnt ihr euch abrufen, wenn ihr unten dem Link folgt. Die Schere arbeitet mit einer Leerlaufdrehzahl von 1200 Umdrehungen pro Minute und bewältigt dabei eine Schnittstärke von 7,9 mm. Wir können damit zum einen Rasenkanten schneiden, wir können natürlich auch Sträucher schneiden und in Form bringen. Der Griff ist drehbar, nämlich um 180 Grad und ist voll gummiert. Das gucken wir uns gleich alles an, wenn ich das Gerät hier einmal auspacke. Wir haben eine dreistufige Akku-Statusanzeige mit dabei. Das Grasscherenmesser ist mit 12 cm Schnittbreite betitelt und das Strauchscherenmesser mit 17 cm Schnittlänge und einer Schnittstärke, wie gesagt, bis 7,9 mm. Ja, das Gerät selbst ohne Akku und ohne Messer wiegt etwa 500 Gramm. Also ihr wisst dann, was ihr ungefähr in der Hand halten müsst, nämlich knapp 1 Kilogramm, wenn der Akku mit drin ist und wenn das Messer dann noch installiert ist, dann kommt ihr ungefähr auf 1 Kilogramm plus minus. Die Laufzeit ist natürlich auch immer ganz interessant. Die hat der Hersteller jetzt diesmal sogar angegeben. Wir haben beim Strauchmesser eine Laufzeit von etwa 90 Minuten und beim Grasmesser von etwa 60 Minuten. Ich würde sagen, ich pack's mal aus und wir gucken uns das Ganze mal etwas genauer an. So, mit dabei ist einmal dieser Teleskopstab, unten gleich mit so einem Rädchen dran oder zwei Rädchen dran, das wirklich sehr, sehr leicht hier über die Werkbank huscht, also da wackelt nichts, wie ihr seht, also das ist wirklich recht wertig diesmal gemacht. Vorne die Aufnahme dran, wo wir das Gerät dann einsetzen können. Ein Kabel muss natürlich auch dafür da sein, damit wir das Gerät mit diesem Stab hier auch verbinden können, denn wir haben natürlich an der Oberseite des Stabes dann die Möglichkeit, das Gerät auch in Betrieb zu nehmen. Ansonsten macht das natürlich wenig Sinn, wenn das jetzt unten auf Dauerbetrieb gestellt wäre. Oder wenn wir das eben nur von unten her bedienen würden. Ansonsten ist das natürlich dann recht komfortabel, dadurch, dass wir hier einen gummierten Handgriff haben. Wir können das natürlich auch ausziehen. Das geschieht, indem wir das vorne hier einmal lösen. Und dann können wir den ganzen Teleskopstab auch noch etwas länger ziehen. Und dann können wir das dann feststellen, so wie wir das haben möchten. Die Länge steht so gar nicht mit dabei. Wir können es einmal kurz durchmessen, wie hoch dieser Stab ist. Gucken wir uns nur mal hier das silberne Mittelstück an. Das sind etwa 88, 90 cm ungefähr. Und im zusammengebauten oder im zusammengeklappten Zustand, wenn wir das dann halt wieder zusammenfahren, dann haben wir hier etwa 60 cm, sodass ihr euch dann vorstellen könnt, dass das auch für große Leute geeignet ist. Das werden wir natürlich gleich ausprobieren. Ich bin ja groß und dann werde ich euch nochmal zur Ergonomie auch etwas berichten. Dann sind mit dabei einmal diese Messer, einmal dieser Aufsatz ist mit dabei. Die Daten habe ich euch davon schon gegeben. Das ist das Grasmesser. Und dann haben wir hier das Strauchmesser, womit ihr auch zum Beispiel Buchsbaum oder Thuja oder sowas auch schneiden könnt. Vorteil bei diesen Geräten ist natürlich, dass wir das auch so mitnehmen können, wenn wir zum Beispiel am Friedhof unterwegs sein sollten oder irgendwo in einem Schrebergarten oder sonst was, wo kein Strom ist, dann einfach Akku hinten rein, Gerät mitnehmen. Ob wir jetzt die Stange noch dazu brauchen, ist uns selbst überlassen. Ansonsten können wir das Gerät natürlich auch als Handgerät nutzen. Ihr seht schon, es hat hier 85 Dezibel. Das steht hier einmal mit drauf. Wir haben hinten einen gummierten Handgriff auch bei dem Gerät. Wir haben hier an der Oberseite noch einen Sicherungsschalter, den wir dann betätigen müssen, wenn wir hier den Gasabzug einmal betätigen wollen. Ohne dass wir den hier einmal betätigen, können wir die Gastaste hier nicht benutzen. Ansonsten verriegelt das Ganze und die Schere ist außer Funktion.
Ist natürlich auch ein Sicherheitsmerkmal und eine Art Kindersicherung. Wir können den Schalter dann natürlich oben auch loslassen. Wir müssen nicht die ganze Zeit zwei Schalter hier gepresst halten, sondern wir können dann uns auf den unteren Schalter dann auch konzentrieren. An der Oberseite haben wir hier die dreistufige Akkustatusanzeige. Wenn wir gleich einen Akku reinmachen, werde ich euch das einmal zeigen. Wir haben hier die Möglichkeit, den Handgriff nochmal zu verstellen. Den können wir nämlich hier auch nochmal abklappen. So sieht das Ganze dann aus. Drehen selbst können wir in diesem Schalter hier nicht, sondern wir können ihn lediglich hier in der Winkelung etwas anstellen, sodass das ergonomischer ist. Wenn wir das Ganze noch drehen wollen, müssen wir hier einmal diese Taste drücken und dann können wir den ganzen Handgriff auch noch drehen und der rastet dann auch sofort ein in verschiedenen Rastpunkten. Ihr seht, ich muss hier nicht 180 Grad zum Beispiel wählen. Ihr seht, ich habe jetzt keinen vorgeschriebenen Winkel, sondern der hat auch Zwischenpunkte, wohin er dann auch einrastet. Und dann können wir uns den ergonomisch so hindrehen, wie wir den haben möchten. Hier vorne an dem Gerät ist nochmal die Release-Taste für die einzelnen Messer. Wenn wir die einmal eingesetzt haben, können wir die damit dann natürlich auch wieder entnehmen. Und ich würde sagen, ich packe jetzt meinen Akku rein und dann gucken wir mal, wie das Gerät sich im Betrieb darstellt. So, dann setzen wir zunächst einmal hier die Messer auf. Das funktioniert ganz einfach, indem wir das hier einfach einmal einklicken und schon ist das hier auch eingerastet. Wie gesagt, wenn ihr die dann wieder entnehmen wollt, einfach hier vorne einmal draufdrücken und dann kann man das entnehmen. Ein bisschen schade ist, dass das Ganze hier nur aus Plastiklaschen designt ist, weil da kann ich mir vorstellen, wenn da die Weichmacher raus sind, dass das dann irgendwann auch abbricht. Aber gut, bei dem Preis des Gerätes ist das wahrscheinlich nicht anders darstellbar. Wenn wir jetzt den Akku hier einlegen, dann können wir das Gerät in Betrieb nehmen. Es gibt dafür auch Pflegeöle. Jetzt ist hier so ein Pflegeöl mit drauf. Ich glaube, das sieht man hier, da ist so ein Öl schon mal mit drauf. Hatte ich des Öfteren hier schon mal angesprochen, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Damit könnt ihr zum einen die Messer einmal reinigen, konservieren und schmieren zur gleichen Zeit. Ist natürlich dann auch nochmal eine Investition. Ich glaube, das Spray kostet etwa 15 Euro. Könnt ihr euch mal angucken und dann selbst entscheiden, ob ihr das haben möchtet oder nicht. Wenn wir das Ganze jetzt hier einsetzen wollen in den Teleskoparm, dann brauchen wir das hier vorne nur einmal reinschieben und das war es auch schon und wir schließen dann hier das Kabel einmal an. Das Kabel wird dann hier unten einmal reingesteckt, ist so ein bisschen unscheinbar, aber dann funktioniert das auch. Wir können es ja mal ausprobieren, wenn ich hier hinten jetzt einmal drücke, dann seht ihr, funktioniert das vorne einwandfrei. So, jetzt können wir natürlich noch mal schauen. Wir können das mit diesem Hebel dann auch so ein bisschen in der Höhe natürlich nivellieren. Wir können es leider nicht feststellen. Wäre schön, wenn hier vorne vielleicht noch ein höhenverstellbares Rädchen unter wäre. Dann könnten wir das natürlich vorher ausnivellieren. Ansonsten müssen wir immer ungefähr die gleiche Höhe einhalten, wenn wir damit eine Rasenkante zum Beispiel schneiden möchten. Und das fällt manchen vielleicht dann auch etwas schwer, ist aber bei den Geräten einfach so vorgesehen. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen mal raus und gucken mal, ob wir damit was schneiden können. So, ich bin jetzt hier an der Rasenkante und ich muss euch sagen, ich bin ja über 1,90 Meter groß und das ist wirklich sehr bequem für mich, das Gerät hier zu schieben, wie ihr seht. Ich kann das auch einigermaßen gerade halten. Natürlich, wenn ich hier auf dem Gras lang fahre, dann wackelt das natürlich auch so ein bisschen hin und her. Ich zeige euch jetzt erstmal hier diesen Overcut, hätte ich fast gesagt, diesen Schnitt von oben her. Ich fahre jetzt hier einmal entlang und ihr seht, große Halme werden ganz einfach auch abgeschnitten. Ich kann dann bei Bedarf das Gerät auch neigen über diesen Taster hier. Den entriegel ich einmal und dann kann ich das Gerät auch unten in diesem kleinen Wägelchen auch nochmal etwas bewegen. Und so kann ich dann natürlich gerade eine Rasenkante auch ablängen. Und theoretisch könnt ihr dann sogar so weit reinfahren, wenn ihr das hier so ein bisschen frei macht. Ihr seht das hier am Rand der Platten, dass ich dann hier auch direkt entlang fahren kann. Genügend Kraft hat das Gerät, wie ihr seht. Und so kann ich meine Rasenkanten dann natürlich schön begradigen. So, jetzt probieren wir mal die Strauchschere aus. Ich habe die jetzt einmal hier drauf gesetzt. Ich hoffe, das funktioniert hier mit dem Ton. Heute ist es besonders windig irgendwie. Ich hoffe, das kommt hier nicht zu Störungen. Schauen wir mal, wie weit das hier an den Johannisbeeren funktioniert. Na,
Also ihr habt gesehen, da kommt ordentlich was runter und das setzt sich dann auch hier zwischen die Messer und wird dann hier auch ganz einfach durchgefitschelt ohne jeglichen Widerstand. Das ging jetzt also durch wie Butter. Wir können ja mal Thuja probieren. So, dann probieren wir mal Thuja aus. Ich mach das jetzt mal mit links. Ja, also funktionieren tut das auch, das seht ihr. Aber mit einer Heckenschere macht das natürlich deutlich mehr Spaß. Ihr hört schon, das läuft sehr langsam. So, man kann den Messern quasi hierbei zugucken. Und ich denke, auch vom Sound her hört man, dass das wirklich sehr, sehr langsam und gemächlich hier funktioniert. Und genauso funktionieren dann natürlich auch die Schnitte. Wenn ich jetzt eine große Heckenschere habe mit 20 Volt oder mit Stecker dran, dann fahre ich hier natürlich einmal volle Pulle drüber und dann ist das alles platt gemacht. Und hier muss ich natürlich ein bisschen gemächlicher zurande gehen. Hier muss ich dann vielleicht noch mal ein bisschen nachschneiden und dann zusehen, dass hier das eine oder andere dann auch mit reinkommt. Aber sind wir ganz ehrlich, das Gerät ist jetzt nicht unbedingt für eine Hecke ausgelegt. So, ihr habt das Gerät jetzt im Einsatz gesehen. Ich denke, das war schon recht beachtlich, zumindest was die Grasschneidleistung hier betrifft. Auch von der Laufzeit her kann man überhaupt nicht meckern. In der Regel hat man ja sowieso mehrere Akkus daheim. Gerade wenn ihr hier im Park seid, X12 Volt Team unterwegs seid, dann habt ihr sicherlich den einen oder anderen Akku über. Und genau für solche Leute ist so ein Gerät dann natürlich auch prima geeignet. Was ich noch nicht gezeigt habe, ist, es gibt natürlich auch eine Bedienungsanleitung dazu. Die könnt ihr euch im Vorab schon mal runterladen, wenn ihr hier lidl-service.com eingibt oder einfach hier jetzt diesen QR-Code hier folgt. Und da könnt ihr vorher schon mal reinschauen, ob das Gerät tatsächlich so ist, wie ihr das haben möchtet. Denn da stehen natürlich noch ein paar technische Details mehr mit drin, als wie ich sie hier vermitteln kann. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Ich freue mich genauso darüber, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch ein paar Fragen beantwortet hat, könnt ihr den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Dann vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, denn nur so bekommt ihr weiterhin die Videos von YouTube auch angezeigt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.